Hallo Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ja, machen wir weiter mit Lost Horizon. Wir waren in Moskau auf dem Roten Platz stehen geblieben. Laden wir mal das Spielchen. So, genau. Da Mausoleum, Warteschlange. Nein, 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 da will ich gar nicht hin. Dort drin befinden sich die einbalsamierten Leichname von Lenin und Stalin und natürlich auch der versteckte Zugang zur unterirdischen Forschungsanlage, in die Gwen verschleppt wurde. Genau. Unsere Tochter Gwen wurde in der letzten Folge, haben wir das ja gesehen, von Stasi, was rede ich denn da, von KGB-Agenten, ich glaube auch von einer Stasi-Agentin, um die Geheimnisse von Kessler herauszufinden, glaube ich, gefangen genommen und in irgendeine Versuchsanstalt gebracht, in ein unterirdisches Labor. Und wir müssen jetzt im Mausoleum hier in Moskau auf dem Roten Platz das den Eingang unter den Särgen finden, aber wir müssen uns in der Lüftungsschlacht verstecken, aber dazu brauchen wir unser Messer, was uns am Eingang abgenommen wird. Und so müssen wir irgendwie versuchen, ja, das Messer reinzuschmuggeln, dass wir uns da drin verstecken können. Gehen wir mal zum Kiosk. Das ist mein nächster Anhaltepunkt. Mein nächster Anhaltepunkt. Hallo. Bei dem Angebot verliert man schnell den Überblick. Könnten Sie mir die Qual der Wahl ersparen und mir etwas Am empfehlen? beliebtesten sind wohl die Batonschiki, ein Konfekt, und Brjaniki, eine Art Lebkuchen. Sehr lecker schmecken aber auch die Bratäpfel, nach dem Rezept meiner Babuschka. Ich habe einen Bärenhunger. Geben Sie mir einfach alles. Allerdings kann ich Ihnen nur diesen 10-Pfund-Schein anbieten. Den nehme ich doch gerne. Leider kenne ich den Wechselkurs nicht. Ich auch nicht. Geben Sie mir einfach ein paar Rubel Wechselgeld. Wie großzügig. Spasiba. Hier, lassen Sie sich schmecken. Spasibo. So. Das mundet in der Tat vorzüglich. Hunger ist eben immer noch der beste Koch. So, wir haben jetzt Süßigkeiten, Konfekt und Lebkuchen. Was machen wir Das damit? zähe Schokoladenkonfekt mag ich nicht. Ein kleiner, harter Lebkuchen. Das weiche Konfekt lässt sich ganz gut in die Brieftasche drücken. Rein damit. Da passt nichts mehr rein. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Wir dürfen unsere Brieftasche ja behalten, aber... Können wir das nicht da reinstecken, dass wir das behalten können? Leer. Übersichtlicher geht's nicht mehr. Das weiche Konfekt. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Der Lebkuchen passt gerade so rein. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Mir fällt nicht ein, was wir machen können. Wirklich nicht. Mir fällt absolut nicht ein, was wir machen können. Das ist, ja. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Wir müssen ja unser Messer irgendwie reinschmuggeln. Ich gebe mir mal eben einen Tipp holen. Toll, da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Gehen wir mal zum Güterbahnhof. Da wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. So im Nachhinein, klar, macht das Sinn, aber das ist echt durchdacht.
Dobry wieczór. Guten Abend. Ist hier vielleicht eine Frau vorbeigekommen? Jung? Blond? Leider nein. Sie sind der erste Mensch, der mir seit Schichtbeginn über den Weg läuft. Nicht viel los hier. Naja, um diese Uhrzeit ist außerdem nur ein Rangiergleis des Güterbahnhofs. Ah. Ja, ich mache hier Urlaub. Mit meiner Frau. Wenn Sie sie wiedergefunden haben, gehen Sie mit ihr ins Zentrum. Hat deutlich höheren Unterhaltungswert als das hier. Auf Wiedersehen. Das Svidaniya. Ja, ja. Darf ich jetzt mein Inventar benutzen? Im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel. Münzen auf Schienen legen und warten. Oh, das habe ich als Kind auch immer gerne gemacht. Kam zwar nicht immer wirklich auf den Zug, aber es ist ziemlich witzig. So, jetzt müsste da jetzt ein Zug drüber gefahren sein, hoffentlich. Hoffen wir es mal, wa? Ohne Gwen fahre ich hier nicht weg. So, zurück. Genau, Gwen ist ja unsere Tochter. Die von denen habe ich ja gerade erzählt am Anfang. Wer jetzt erst einschaltet, ist selbst schuld. Nein. So, Schiene. Jetzt würde ich gerne unsere Münze wieder haben. Es hat geklappt. Die Münze ist platt. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt in Lebkuchen reintun und dann in die Brieftasche. Rein damit. Das weiche Konfekt lässt sich ganz gut in die Brieftasche drücken. Brauchen wir noch was? So, ab in die Warteschlange. Hoffen wir mal, dass es klappt. Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. So, hier haben wir wieder Zeitdruck. Irgendwie nur 2 Minuten oder so. Oder eine Minute. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Die Ex-Münze ist dünn genug. Damit klappt's. Nummer 2, 3 und 4. Das war's. Na toll. Dafür braucht man wohl einen speziellen Schraubendreher. Ich drücke das weiche Konfekt in das Schraubenprofil. Das funktioniert bei diesen speziellen Schrauben nicht. Spackschrauben oder... Jetzt ist das die Plastikabdeckung schon mal ab. Dann beende ich mal meinen Rundgang. Gut. Jetzt haben wir einen Abdruck von der Schraube. Vielleicht kann das der Mechaniker. Im Moment hab... Na, ich will wieder zum Güterbahnhof. Wo ist denn hier der Übergang? Ich komme hier nur auf den Kiosk und auf meinen Bildschirm. Da, 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 russische Musik in die Hintergrund. Meine Freunde. Da, 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 Wodka, Wodka. Blendy. Здравствуйте. Hallo. К
Könnten Sie mir vielleicht einen Schraubenzieher leihen? Ungern. Wofür brauchen Sie ihn denn? Autopanne. Ich muss ein paar Schrauben nachziehen. Welches Profil und welche Größe? Ich hoffe, der Abdruck hilft bei der eindeutigen Identifizierung der Schraubensorte. Na also, fünfkantiges Sternenprofil. Sehr selten. Ein 20er müsste passen. Hier, aber bitte vor Schichtende zurückbringen. Selbstverständlich, Genosse. Spasibo. Auf Wiedersehen. Das Vidania. So, jetzt haben wir den Schraubenzieher. Oder Schraubendreher, besser gesagt. Man dreht ja Schrauben, man zieht sie ja nicht. Genau. Dann können wir jetzt wieder ins Mausoleum und jetzt aufschrauben. Die Frage ist, ob wir den Schraubendreher zurückbringen müssen. Warte. Der passt nicht rein. Der passt nicht rein. Den werden, kriegen wir doch sicher abgenommen. Ich löse die kurze Schraubendreherklinge vom Griff. Die kurze Schraubendreherklinge passt rein. Da passt nichts mehr rein. Warum denn den Lebkuchen? Dann erst den Lebkuchen. Die mal wieder aus. Das würde für mich zwar keinen Sinn machen, aber naja. Der Lebkuchen passt gerade so rein. Glauben wir dem Spiel mal. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich in die Hilfebox gucke. Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Wechseln eigentlich die Menschen da drinnen? Das sind zwei hübsche Russinnen jetzt. In Uniform. So, jetzt sind Lebkuchen. Lenin und Stalin da drüben. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Der Soldat steht auf Süßes, aber ich lege den Lebkuchen erst beim Verlassen des Mausoleums heimlich auf seinen Teller. Dann beende ich mal meinen Rundgang. Die kurze Schraubendreherklinge passt rein. Dann sollten wir jetzt ja die Schrauben aufdrücken kommen. Hoffentlich. Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Ja, die Leute gehen weiter. Das ist auf jeden Fall cool. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Das Profil passt, aber die Klinge ist zu kurz, um sie zu drehen. Was? Lass mich doch verarschen. Brieftasche legen. Kurbel nehmen, solange die Wache abgelenkt ist. Brieftasche anschauen. So, schnell. Deswegen der blöde Lebkuchen. Kurbel, schnell die Kurbel abziehen. Die Wache schaut nicht her. Das ist meine Chance.
Wie perfide. Ein perfektes Verbrechen. Ganz ehrlich, da wäre ich jetzt von selbst nicht drauf gekommen. Ach, meine niedrigen Ansprüche. Passt perfekt. Sieht aus wie so ein Bohrer jetzt. Potzblitz, es funktioniert. Jetzt kann ich mich hier verstecken. Was? Der passt doch nicht da rein. So winzig. Das ist doch, da passt doch nicht mal ich rein und ich bin schon klein und schlank. Viel länger hätte ich es in dem engen Schacht nicht ausgehalten. So, jetzt können wir uns schon Eingang suchen. So, Genossen. Jetzt nehme ich eure Sarkophage mal genauer unter die Lupe. Das ist Lenin, da hinten ist Stalin. Das heißt, Stalin ist schon tot? Ach du Scheiße. Was zur Hölle. Du willst gar nicht wissen, was die hier treiben, Fenton Paddock. Such einfach nur deine Tochter. Ich sollte mal den Gang dort drüben genauer unter die Lupe nehmen. Sieht aus wie ein Kernreaktor oder so ein Sheet. Warum ruckelt das jetzt so? Ach, Trottel, der hat mich doch gar nicht gesehen. So, jetzt warten wir, bis der da hinten ist. Und dann schnell. Schnell, 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 schnell. Hä? Der kann mich doch gar nicht sehen. Mach schneller, du lahme Ente! Oh! Kann er dich nicht auf den Boden legen? Ob er uns dahinter sieht. Nein. Okay, warten wir, bis er umdreht. Mach schneller! Schneller! Mann! Ach, wie lahm marschierst du denn? Muss schneller, muss schneller, muss schneller, muss schneller, muss schneller. Mein Gott, ist der lahmarschig. Das ist ja furchtbar. Ich kriech mal so langsam ich kann. Jetzt geht er rein. Hä, wo muss man denn überhaupt hin? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Erstmal wieder dahin, auf die zweiten Balken, wenn er mal schneller laufen würde. Warten wir, bis er umdreht.
Da jetzt. Oh, schneller, schneller. Ah. Warten wir ab. Boah, ich hab einen Puls von über 9000. Kann doch wohl nicht wahr sein. So, Freunde, ich melde mich, wenn ich's rüber geschafft habe. Bis denn.